Ja, da bin ich schon wieder Kackerrunde, kein Hundewetter, kein Hasenwetter. Lupa und ich sind die schnelle Runde gegangen, kacken, dann schnell wieder ins warme Häuschen zurück. Kaffee, Zigarette, Lupa liegt auf dem Sofa, alles gut, hat gefressen. Ich esse später. Ja. Hat nur 3 Monate gedauert. Ich sitze noch hier. Aber ich säße eigentlich schon wieder hier, wenn die Rentenverunsicherungsanstalt nicht so träge gewesen wäre und so schlampig, wäre ich schon lange wieder aus der Reha zurück. Oder nicht schon lange, aber sehr bald schon wieder zurück und würde jetzt hier ausgeglichen und fröhlich oder wir fröhlich hier rumsitzen und Kaffee trinken und, ne, und Essen kochen und so ein Scheiß. Ne, so eine schöne Sache. Und dann wäre auch der ganze Scheiß nicht passiert. Also Rentenversicherung, ja, Verunsicherungsanstalt. Ich weiß jetzt, wer an diesem ganzen Scheiß, der in den letzten Wochen passiert ist, schuld ist. Nämlich ihr, weil ihr so träge seid und nicht die Wichtigkeit erkannt habt, dass ich in die Reha muss oder ja, die Dringlichkeit. Dann wäre das alles nicht passiert und ihr habt ziemlich viel Chaos und Gefahr in mein, nicht nur in mein Leben, sondern in unser Leben, Astrid, mein Leben und auch in das Leben meiner lieben Freunde, Verwandten, ne, Brüder, Schwestern, Bruder, Schwestern und Polizei auch und Kliniken auch, allen, ja, habt ihr eine Menge Ärger gemacht und die uns alle in Gefahr gebracht, wirklich, ne, weil ihr einfach die Dringlichkeit nicht erkannt habt und eigentlich einfach nicht sorgfältig, was ich im Vorfeld getan habe, sorgfältig gearbeitet. Ja, sonst wäre ich nämlich in der, schon seit, wahrscheinlich schon seit Januar in der Reha und das wäre alles nicht passiert. Also, ne? Ich verklage euch nicht, aber ich klage euch an. Denkt mal in euren, weiß ich nicht, was das Quality Management darüber nach. Und zwar schnell. Ja, wie gesagt, Einladung. Und ja, jetzt kommt mir nicht wieder mit Briefgeheimnissen so, ja. Der Brief ist für mich und da muss ich auch keinen fragen, den, ob ich den vorlesen darf. Ja. Also, Fachkliniken St. Marienstift St. Vitus GmbH in der Nähe von Osnabrück, Dammerbergen. Sehr geehrter Herr Wilczewski, wir freuen uns, dass Sie sich für die stationäre Behandlung in unserem Haus entschieden haben. Ja, schon im November letzten Jahres. Ihr könnt nichts dafür, Klinik, ja. Ihre Aufnahme ist am 9.4. vorgesehen. Also nach Ostern. Um Wartezeiten für alle Beteiligte zu vermeiden, reisen Sie bitte um 13:30 Uhr an. Nach Erhalt dieser Einladung melden Sie sich bitte umgehend im Aufnahmebüro, um den Aufnahmetermin zu bestätigen. Das muss ich noch mit Astrid abklären, weil die Astrid, das ist ja nach Ostern zwar, aber ich muss ja vorher 2 Wochen in die Entgiftung. Und Astrid findet es so okay, wenn ich an ihrem Geburtstag am 22.05. nicht da bin, das findest du nicht schlimm. Ne? Das kann man auch so feiern, jeder für sich zusammen per Video oder wie auch immer. Aber Ostern ist wichtig für Astrid und ne, wenn ich 2 Wochen vorher in die Klinik, in die Entgiftung muss, dann fällt Ostern für mich oder für uns halt dann auch flach und das werden wir dann gleich noch besprechen und dann werde ich die Klinik anrufen, vielleicht das Ganze eine Woche oder zwei nach vorne, nach hinten schieben, nach vorne schieben natürlich. Das kriegen wir gleich schon hin. Astrid schläft noch und hat mir gesagt, wenn sie aufsteht dann, und klar ist in der Birne, dann besprechen wir das und dann rufe ich da an. So, bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihren einen Entgiftungsplatz und informieren Sie uns darüber, damit eine nahtlose Aufnahme in unserer Fachklinik geplant werden kann. Wir vermitteln Ihnen aber auch gerne einen Platz in einer qualifizierten Entgiftungsbehandlung in unserer Nähe. Das wollte ich sowieso machen, weiß ich jetzt schon. Ich weiß jetzt nicht, wie die Klinik heißt, aber die ist am Rande von Osnabrück. Soll super gut sein und habe ich schon gegoogelt. Ne? Wollte ich sowieso,
halt vorher hinfahren, damit ich dann nach der Entgiftung nicht so lange anreisen muss, sondern direkt in der Nähe bin und nur noch mit dem Bus dahin fahren muss, wollte ich sowieso die Klinik in Osnabrück wählen für die Entgiftung. Bleiben Sie in Kontakt. Bei Aufnahme wird der Urin regelhaft auf verschiedene Substanzen, unter anderem Kokain, Opiate und THC, getestet. Die Urinabgabe muss umgehend bei pflegerischer Aufnahme erfolgen. Eine Aufnahme erfolgt erst nach negativen Screening. Falls eine Abgabe bis dahin nicht erfolgt ist oder das Screening positiv ausfällt, kann keine Aufnahme stattfinden. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen hören wir einfach. Wir trinken durch ja eh nicht, aber auch die Zigaretten mit Geschmack weglassen, weil die, glaube ich, ziemlich lange nachweisbar sind. Und die Abreise bzw. die Aufnahme in eine Entzugsklinik muss dann gegebenenfalls selbst organisiert werden. Bitte beachten Sie in der Anlage beigefügten Hinweise. Ja. Kälbchen, wenn ich auch sehe. Bitte bleiben für eventuelle Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ihr Aufnahmeteam. Naja, wie gesagt, Rentenversicherung. Ne? Hätte man uns alles sparen können, den ganzen Stress hier. Ja, das hat uns ganz schön zurückgeworfen und in Gefahr gebracht. So, Leute, jetzt bringt mich gar nichts mehr in Gefahr. Uns. Alles ist gut, alles wird gut. Eigentlich wollte Astrid, oder ich habe ihr angeboten, vorher in irgendeine Klinik zu gehen, weil es auch nötig hat, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr so. Ne? Wir lassen uns ja in Ruhe und also freut sich darauf, wenn ich weg bin. Mal gucken, wie lange. Ich wette. Nee, ich wette ja nie, aber ich sage nur voraus, dass ich keinen Tag da bin in Dammerberge. Und Astrid hat schon 20 Mal angerufen und mich gebeten, noch wieder nach Hause zu kommen. Mache ich aber nicht. So, bis später.